Leute, heute werden wir tatsächlich die geheime Tür in Wobblies Live öffnen und dann herausfinden, was sich hinter der Tür verbirgt. Es ist ein ganz besonderes Geheimnis, was noch niemand kennt. Aber wir werden es heute herausfinden. Viel Spaß! Mit den vier Rollen kamen die Helden wieder an und brachten sie zu diesem Mann, der da drinne wohnt in der Höhle. Wollen wir mit ihm reden? Dr. Auge hat das ganze Ding mitgemacht. Yay! Wow! Das ist wunderbar! Mit diesen vier Rollen werden wir die Tür innerhalb von Sekunden öffnen. Das sind alle Rollen. Warte, wenn ich sie alle zusammenlese. Sie sagen, dass alle diese Türen zu den antiken Wobbly-Artefakten führen. Aber wir brauchen noch ein letztes Item. Ein Hut von irgendeiner Art und Weise. Es kann nur in einer sehr geheimen Höhle gefunden werden. Neben der gigantischen Wobbly-Statue, genau im Dschungel. Ich werde euch die letzte Location auf der Karte markieren. Okay, war ja klar. Das war so klar. Das war so klar, Alter. So. Ah ja, da, Treasure Hunt. Hast du sie? Kann man da zu Fuß hin? Man kann da zu Fuß Secret hin. Cave. Ey, da ist sie. Da ist sie. Wir sind sogar gerade drüber gefahren. Hier. There it is. Eine geheime Falltür. Sehr geheim. Ah! Aua. Ach, da bist du da reingefliegt. Ja, Mann, ich bin hier reingefliegt. Komm runter. Komm runter in die gute Stube. So, jetzt sind wir in der geheimen Wobbly. Alter, Lars, guck mal, das ist wie ein App-Game hier. Das ist echt ein App-Game, Mann. Oh, Mann. Okay, okay. Ein Alligator? Darf man auf dem springen? Wow. Ich glaube, der kann einen fressen, gell? Der kann einen fressen, der Alligator. Alligator, ich bin ein Alligator. Und ich esse gerne Alligator. Alligator. Ali, Alligator. Ali, Alligator. Also ich bin drüben. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, mein kleiner Junge. Dr. Auge und ich sind hier schon richtig am Abdancen. Auf deiner Seite links, wo du lang läufst, da ist noch eine Kiste. Oh mein Gott! Kiste holen. What's happening here? Give me that chest. Oh, Alter, damn, Junge, I got a Geschenk! Yeah! Hab's geschafft. Okay. Let's go. Hier ist eine neue Höhle. Oh, Alter, das sind Expeditionsforscher, Lars. Das sind unsere Broskis. Moin. Hey, was bringt euch hier runter, ihr Wobblies? Was, ihr wurdet von Steve gesendet, um diesen antiken Hut zu finden? Oh, haben wir sowas nicht gefunden? Ich glaube, er trägt die. Guck mal, hier ist was. Hier ist eine Kiste. Nimm ihn runter. Hier, nimm den Hut mit. Ey, hier gibt's auch zwei Geschenke. Aber seid vorsichtig, es ist ein Whirlpool auf dem Weg. Oh, oh. Also Lars, ich hab den Hut, wir müssen den jetzt nur zurückbringen. Was hast du, wo gibt's Geschenk? Da drinnen. Oh, wow, was, zwei Stück auf einmal? Und noch eine Schatztruhe an sich? Lars, wir müssen aber den Hut, müssen wir echt so sicher wie möglich jetzt eigentlich, ne? Du weißt schon, weiter nach vorne bringen. Bist du schon hochgelaufen? Du hast ja das hier andere. Hier ist ein Floß. Ah, hier kommt sich. Muss dann auf das Floß hüpfen. Wow. Lars, ich habe noch zwei weitere Geschenke geholt. Aber wo ist der Hut? Lars, ich habe den Hut verloren. Oh, nö. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, ne, da ist er. Hab den Hut. Da ist ein Floß und wir müssen auf das Floß hüpfen. Oh, nö. Oh, nee. Alter, das ist echt ein riesiger Whirlpool. Wo ist das Floß? Da hinten. Links. Ah, okay, okay, okay. Das ist schon ein ranziges Boot, aber okay. Ist es auch irgendwie gefährlich hier drauf oder ist es so ein Chillo-Boot? Keine Ahnung. Ich hoffe mal, das ist hier einfach nur. Aber es sieht schon schön aus hier drin, gell? Hier drin könnte man leben, gell? Also, würdest du. Aua! Oh, oh, aufpassen. Ich glaube, wir müssen gleich an die Kante so ein bisschen, sodass wir an der Spitze abspringen. Warte. Ja. Ich glaube jetzt. Yes. Oh, nice! Nice, nice, nice. Oh, ich glaube, wir sind sogar schon fast fertig. Alter, da ist nochmal eine Kiste.
Lass mal hier nochmal die Kiste aufmachen. Ah ne, das ist eine Umzugskiste. Geschenke! Wow! Froschhut! Hä, woher haben wir den Froschhut? Mal das Thema auf jeden Fall mal anziehen. I need this Froschhut. Wo ist der? Yeah. Hier sieht aus wie du. Ich glaube, jetzt sind wir sogar schon auf dem richtigen Weg. Irgendwie erinnert mich die Höhle sogar an irgendwas. An Weihnachten? An Weihnachten. So. Jetzt laufen wir hier von hinten aus durch. Jetzt wird es wieder hell. So, und jetzt musst du fahren. Und zwar wieder zu dieser einen... Fahr nicht allzu schnell, weil ich habe diesen Hut in der Hand. Ich habe den Hut in der Hand. Wenn ich den verliere, haben wir alles verloren. Wuhu! Wenn er jetzt nochmal sagt, dass wir in die Höhle rein müssen, dann bin ich raus, Mann. Okay, bist du bereit? Ja. Wir geben ab. Druff mit der Krone. Wow, und Film! Wow. Er las die Karten und er sagte... Wow! Yo, wir haben hier den Hut! Er nahm den Hut, steckte ihn da drauf und dann... Boom! Schien die ganze Wand an zu leuchten. Oh, nice! Ja! Ey, wir haben sogar den Hut freigeschaltet. Nice, Mann. Ja, Mann. So, ja, jetzt. Und jetzt können wir, glaube ich, die Tür aufmachen. Wow. Yo, was? Open this door. Es geht in die Antiken der Warbliness. What do we have here must be first time. Oh, Mann. Also, jetzt sind wir hier drin, du kleiner Froschfreund. Hm? Du kleiner, du. Warte, wie geht das nochmal hier? Ich geb dir den. So, follow me. Ich glaube, wir müssen hier wieder ein Rätsel... Ich glaube, das ist so ein Sonnenrätsel, wo wir wieder so Strahlen schießen müssen. Kann das sein? Kann man hier irgendwas bewegen? Oh, ey, du kriegst hier sogar was, wenn du die was? Dings öffnest, wenn du das Ding öffnest hier. Oh ja, Geschenk. Kriegst ein Geschenk und eine Hose. Alter, ey, ich glaube, dieses Ancient Ding, du kannst dich wie so ein, wie dieser Ritter anziehen. Warte mal, ich ziehe mir das schon mal ein bisschen an hier. Ah ja, irgendwann kann man dann aussehen wie so ein Donnerritter oder so. Ja, aber was muss man denn hier machen? Das? Wir müssen tatsächlich den Hut anziehen. Und wenn du den Hut hast, kannst du ihn aktivieren. Oh, ah, lass, ja, guck stimmt. mal. Oh mein Gott. What? Du kannst einfach mit dem Hut so einen Laser schießen, Mann. Wow. Hä, das ist voll cool gemacht. What, what, what? Schieß du auch mal ein. Cool, man hat so ein Kristall vorne drin. Nicht läuft, schlecht, oder? So. Ja, 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 es dreht sich, es dreht sich. Ah doch, es dreht sich. Ey, da müssen wir bestimmt auch mal falsch reinschießen. Piu. Ach so. Es gibt eine falsch. Richtige Reihenfolge. Sonne, 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 Mond. Komm schon. Lag einfach ja. auf. Ja. Yay. Nice. So, okay. Yeah. Okay. Oh mein Gott, da kommen einfach Spinnen runter. Zum Glück ist Dr. Auge dabei. Der kann uns doch retten. Sie sehen einfach genau gleich aus, ne? Ja, Mann. Wir sind wie Brüder. Wir sind wie Brüder. Nur noch enger verbunden. Ja, wir sind jetzt der Assistent von ihm. Ah, wir müssen zusammenschießen. Lass mich den Rest rechten abschießen. Aktivieren wir jetzt damit eine Brücke? Ja, Mann. Wir aktivieren eine Brücke da. Oh, der zeigt uns einen geheimen Weg, Lars. Niemals, oder? Okay. Warte, warte, warte. Wir müssen noch diese Dinger hier vor. Lass mich, hier sind noch zwei weitere, die man aktivieren kann. Das ist wieder so ein Geheimweg hier, warte. Relax. Wo fängt's an? Oh nein. So. So. Kann man auch hier stehen? Oh Gott. Ich hasse diese Unsichtbarkeitsrätsel. So. Dann hier vor. Dann hier nach rechts. Nochmal kurz aktivieren. Wo stehst du? Ah, da vorne. Oh Mist, ich komme da, glaube ich, gar nicht hin. Nein! Nein! Ich bin kurz vor Dings gestorben, Mann. Boah, ist das schwer. Nein, Lars, ich bin falsch abgesprungen. Nein! Ah, ja, okay. Nice. Oh, Junge. Danke dir, Lars. Jo. Jo. Ab! Durch die Mitte! Puh, nice, Mann. Oh nein. Ein Water-Rätsel. Ich bin mir nicht ganz sicher, womit wir es hier zu tun haben. Ah, da! Lass mal hier erstmal die Truhe aufmachen. Nice.
So, da gibt's auch wieder ein Geschenkchen. Oh, nice. Der Helmet? Ancient Armor. Haben wir nicht den Ancient Armor Helmet oder ist es ein neuer wieder? Nein, es ist kein Helm. Und hier doch, kann man was abschießen. Oh! Ich habe hier ein UFO freigeschaltet, Lars. Hier, hast du den an? Ich glaube, du hast einen neuen, gell? Tops. Aber der ist nicht so cool. Ist der nicht so cool wie der andere? Hats? Der andere macht Licht, der ist einfach nur so bunt. Was? Warte mal, wo ist denn der? Ah ja, der ist mehr so steinig, gell? Ja. Wie jetzt? Der andere kann kein Licht schießen? Aber auf jeden Fall, guck mal, wenn du das Ding da abschießt... So ein UFO. Aber was bringt das? Wir müssen uns da draufstellen und dann hochfahren. Wir Trottel. Guck mal, da ist das nächste. Schießen wir das da ab. Und dann können wir hier so ein Jump'n'Run machen. Oh Gott. Oh, wir müssen rechtzeitig draufspringen. Du musst immer vorher drauf gehen. Oh, sind wir Dödel. Ja! Yeah. Alter. So, wo ist denn der nächste? Boah, Digga, das ist voll schwer, Mann. Ja, mei. Ist doch schön. Also, alleine ist bestimmt mega schwer. Und bestimmt traurig, weil man dann keine Freunde hat. Oh mein Gott! Was? Ist es es? Ist es es? Ist es ist es? Der Meister of the Ancient Board. And I lay claim you the reward. Kann man nicht übersetzen. Das Hoverboard Race. Except Job. Oh mein Gott, Lars, wir machen Hoverboard Race. Oh. Wo lang? Darunter oder was? Ja, mein Sieger. Alter. Okay. Es gibt ein Hoverboard. Yo. Alter, das hüpft richtig krass. Ja, Mann, das ist doch gar nicht mal so lang. Oh, Junge, das neue Hoverboard. Oh, wow, Lars. Ist das nicht schön? Ist das nicht eine... Oh. Ist wie Mario Kart, ey. Yo, wie das hüpft. Wir haben es endlich freigeschaltet. Oh, Alter, hier. Yo. Man kann ja so easy rausfliegen. Ja, du bist ja richtig am Dings, am Taumeln. Hui, Alter, voll die schöne Karte. Boing. Ey, warte, guck mal hier. Macht man so einen richtig nice eine Twist. Drift. Dr. Aug ist auch mal mit dabei. Wow. Junge. Einfach mit diesen ganzen Fledermäusen. Wupp, wupp. Oh, Junge. Oh, yeah. Uhu. Nicht schlecht. Gut gemacht. Schon sehr nice gemacht so. Richtige Mario Kart-Strecke, gell? Alter, guck mal, wie hoch es hier geht. Wie. Weißt du, was auch cool gewesen wäre? Wenn man noch so einen Turbo-Boost hätte. So. Wow! Oha, aber man springt richtig hoch damit, gell? Man ja, man, das hat so eine richtige Federung. Jumpen. Ich steck fest. Nein, im Ernst? Ich steck einfach fest. Oh nein. Im Ernst? Ja, ich bin aber rausgehüpft gerade. Oh, nice. Vom Hoverboard? Ja. Oh. Ich glaube, ich habe sogar fast das Ende erreicht, oder? Warte, hier fährt man nochmal rechts lang. Oh, da ist es! Das Ziel! Yeah! Oh mein Gott. Yeah! Dr. Aug ist auch mit dabei. Ja, schieß ja, mal einen Strahl durch. Vielleicht kannst du den sehen. Alter, da bist du ja. Yeah! Geschafft. So. Und das Hoverboard. Da ist es. Du hast bewiesen, dass du bereit bist, die Wobbly-Gene weiterzuführen. Und diese Technologie sollte dir als Geschenk dienen. Schön. Alter, hat gerade mal nur 1 Stunde und 10 Minuten gedauert, das Ganze zu machen. Das heißt, falls ihr das machen wollt, plant ein bisschen Zeit ein. Nicht schlecht. Er sagt draußen noch was. Wow, das war echt unglaublich. Diese unglaublich antiken Wobblies waren echt clevere Leute. Nun, also, ganz besonders frage ich mich, wofür die Leute das damals verwendet haben. Naja, auf jeden Fall, ich werde hier erstmal bleiben und werde jetzt weiterhin die Spuren der Antike weiter beobachten. Und es wird hier bestimmt auch irgendwas weiteres angezündet werden in der Nähe. Und es gibt bestimmt auch irgendwie hier noch einen anderen Weg. Was? I think it's another way down to the hoverboard race of Maki on the map. Okay.
Man kann übrigens irgendwo noch eine weitere Hoverboard-Race finden. Das wurde uns extra markiert von dem. Wo ist denn das Hoverboard-Race? Da! Das Hoverboard-Race ist gleich da unten. Das heißt, falls wir das fahren wollen, ist es da. Okay, meine werten Damen und Herren, das war's. Haut rein, Leute. Ciao!